So, meine Freunde, ob dieser Part die letzte Folge sein wird, das sehen wir, meine Freunde. Und damit willkommen zur nächsten Folge von Die drei Fragezeichen und der Rüppeltrolle. Wie ich gerade eben sagte, ob das letzte Paar wird, mal gucken. Aber wir können das schön interagieren, weil die beiden, die drüben beschäftigt in einem Raum hier, Jaden und Miles Garrett. Die Luft ist rein. Und können ja schön herumschnüffeln, was sehr praktisch für uns ist. Milo hat dafür gesorgt, dass niemand außer ihm den Rechner benutzt. War ja klar. Und wie kommen wir da jetzt dran? Gut, irgendwo muss das Amerikaner noch sein. Weil uns fehlen eine einzige. Wir haben nur 4 von 5. Wir sollten sie nicht gegen uns aufbringen. Versuchen sie fertig, oder? So könnte eine Karte noch sein. Frag ich nur wo. Wollen wir mal hoffen, dass Jaden Peters Highscore nicht so schnell knackt. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Na, hoffentlich. Irgendwo steht noch eine Karte. Ja. Warte nur, wo ist sie? Die 15. Karte. Vielleicht haben wir es übersehen, wir Freunde, aber wir sehen es nicht. Wie es aussieht, hängen wir hier noch eine Weile fest. Wenn wegen uns Okay, gleich das von vorhin. Und wie kommen wir da jetzt dran? Milo hat dafür Mal gucken, vielleicht haben wir es übersehen. Mal gucken. Ich bin gerade überlegen, ob ich was übersehen habe hier. Ne, da schon mal nicht. Haben wir irgendwas übersehen in einer Räumlichkeiten? Oh, natürlich. So, 5 Karten hätte ich. Warum wir das einsetzen könnten, hier vorne ist die Frage. Welche Kombination öffnet die Box? Oh nein. Okay, jetzt haben wir eine zweite Position. Das heißt, Elia muss ganz zum Schluss noch was drin gewesen. Ei. Oh nein, ich hab's richtig gelöst, Freunde, let's go. Wir haben direkt First Try gelöst, ne, im Rätsel, ne. Geil, easy peasy, Freunde. Wie geil war das denn, schön. Instant gelöst, First Try, ohne zu gucken. Bingo. Was willst du mit den Kippen, Just? Ah, ein Feuerzeug. Leute, ich glaube, das wird jetzt irre werden. Und? Leute, ich glaube, wir dürfen es auflösen. Ich weiß, wie wir es machen wollen. Ich hab's. Wir sollten jetzt in die Offensive gehen. Wo sieht uns niemand, damit wir Inspektor Cotta alarmieren können?
Es gibt nur einen Raum, wo keine Augen auf uns gerichtet sind. Aber dort geht es nicht hinaus. Das muss es auch nicht. Milo ist niemand, der über Leichen geht. Bei Gefahr wird ihn sein Instinkt als Familienvater das einzig Richtige tun lassen. Das wäre dann unser Plan. Hallo, Carter, gefolgt von Fleet. Ihr Narren. Ich weiß, was machen wollen. Auf gar keinen Fall. Ich muss machen. Ein Telefonat ist zu riskant. Aber ich schicke eine Botschaft und schalte die Ortung ein. Und? Okay, Just. In der Kürze liegt die Würze. Schreib, vermisste Teenager gefunden, sind gefangen im Depot der Parkeisenbahn. Drei Fragezeichen. Jetzt. Was? Nicht so schnell, Just. Ach, Just, du und deine Wurstfinger. Hoffentlich versteht es Inspektor Cotta wenigstens, damit er uns orten kann. Schwamm drüber. Na schön, dann bringen wir jetzt mal Leben in die Bude. Leute, no risk, no fun, Melissa Lamos. No risk, no fun. Verdammt! Na kommt, Sicherheit geht vor! Nichts wie raus! Auf zum Großfinale. Ihr habt es gehört, nichts wie raus. Let's go, auf zum... Miles Garrett lässt in der bedrohlichen Notlage Vernunft walten und sorgt dafür, dass seine Schützlinge nicht den Kopf verlieren. Was? Er verschwendet keinen Gedanken an Justus, Peter und Bob und welches Nachspiel es geben könnte. Wie die drei Detektive vermutet hatten, gelangte man über den ausgewiesenen Fluchtweg auf den hinteren Teil des Eisenbahngeländes und damit an die frische Luft. Doch wie geht es weiter? Ja. Unentschlossen streben die Trolle in verschiedene Richtungen. So recht weiß niemand, wohin man sich wenden soll. Die Entscheidung wird ihnen schließlich abgenommen, als Inspektor Cotta eintrifft. Hier spricht die Polizei. Das Gelände wird umstellt. Wir leuchten euch den Weg. Cotta. Seht nur, Inspektor Cotta ist schon ganz in seinem Element. Milo Garrett? Ich verhafte Sie wegen Freiheitsberaubung. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Hören Sie, Inspektor, alles, was ich wollte, war... Ich bin noch nicht fertig. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Haben Sie das verstanden? Ja, doch. Ich habe verstanden. Aber lassen Sie meinen Sohn gehen. Er kann nichts dafür. Doch, leider teils schon. Ich kann ihn schon. Nicht ersparen, mit aufs Revier zu kommen. Meine Kolleginnen und Kollegen werden sich um ihn kümmern. Sie werden getrennt befragt. Und was die Jugendlichen angeht... Angestift, ne? Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist ausgestanden. Wir nehmen eure Personalien auf und bringen euch zu euren Eltern. Inspektor Cotta, ich möchte zu bedenken geben, dass der Aufenthalt der Jugendlichen hier freiwillig war und sie sich am Unfug beteiligt haben. Keine Sorge, Justus. Wir werden alles zu Protokoll nehmen. Das gilt auch für eure Aussagen. Ehrensache, Inspektor. Ich werde außerdem unsere Sicht des Falls niederschreiben. Darin habe ich ja Übung. Nur am Titel müssen wir noch feilen. Wie wäre es mit Untertrollen? Oder, Lockruf der Trolle. Einigen wir uns auf Ruf der Trolle. Fraglich bleibt, was alle Beteiligten von dem Fall halten und welche Konsequenzen er haben dürfte. Ja, das können wir auch mal. Es ist immer klug, sich eine eigene Meinung zu bilden. Oh. Die der anderen? Was haltet ihr von ihnen? John Kretschmer. Jeder gilt als unschuldig, solange berechtigte Zweifel bestehen und ihm das Gegenteil nicht einwandfrei nachgewiesen werden kann. Wir dürfen uns eigene Meinung bilden. Respekt, das Let's Me Game, Freunde, hier. Wir dürfen jetzt sagen, ist es jetzt gut, mittel oder schlecht? So, John Kretschmer, Beruf Anwalt, ne? Genau. Stimmt, also ich bin eigentlich persönlich, genau. Du kannst auf Einfluss nehmen, wie es von mir am Ende des Falls ergeht. Höre dir also an, welche Meinung die Befragten vertreten. Entscheide jeweils, ob du zustimmst, unentschieden oder die Ansicht keinesfalls teilst. Wenn du fortfährst, erscheint die nächste Person, bei der noch eine Entscheidung aussteht. Hast alle durch, wird dein persönliches Ergebnis präsentiert. Okay. Mal gucken.
Also ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall, weil es auf jeden Fall richtig ist. Audrey Skerritt. Rache ist süß, aber Milo ließ mich auch in großer Sorge wegen Jaden. Die beiden haben mich lange im Unklaren gelassen. Das muss jeder Mutter das Herz brechen. Finde ich absolut vertretbar, Freunde. Kein gut nachvollziehen auf jeden Fall, weil ich bin nicht dafür, auch nicht dagegen. Aber es ist mir was vertretbar. Mein Name ist Milo Skerritt. Vor all dem war ich ein gesetzestreuer Bürger. Aber man kann sich nicht alles gefallen lassen. Ich hoffe auf mildernde Umstände und bereue, andere mit reingezogen zu haben. Also ich kann es halbwegs vertreten, aber nicht wirklich halt, ne? Deswegen... Ich bin Jaden Skerritt. Ich war es, der Paps auf die Idee mit der Trollfabrik gebracht hat. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Meine Geschwister brauchen beide Eltern. Recht vertretbar. Chastity, nicht Charity. Mama hat uns verziehen, dass wir nicht ganz ehrlich waren. So muss es sein. Es heißt ja, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, vertretbar. Hi, Paige. Ich kann voll verstehen, dass Papst auf diese Zimtzicke sauer war. Ich hätte es besser gefunden, wenn er sie angezeigt hätte. Wegen Verleumdung oder so. Halbwegs vertretbar, sorry. Ich heiße Ellen, ja. Können sich alle nicht einfach wieder lieb haben? Mama nennt das vergeben und vergessen. Also vergeben ja, vergessen er nicht, also sorry. Wie ich heiße? Kurt Manzani. Kurt Manzani heiße ich. Bei der Polizei waren alle freundlich zu mir. Nachdem die vermissten Kinder wieder bei ihren Eltern waren. Schade um die schönen Pilze. Kein Grund, nachtragend zu sein. Okay. Ich muss zu Ihnen. Inspektor Cotter vom Rocky Beach Police Department. Es gehört wohl kaum zu meinen Aufgaben, in Gewahrsam genommene an den Pranger zu stellen. Für die Justiz bin ich nicht zuständig. Also das ist auf jeden Fall richtig. Also da stimme ich Cotter voll gut zu, ne? Vollgemein Respekt. Ich bin Cole. Ich bin sauer, weil uns niemand eingeweiht hat, was wirklich abgeht. Strafe muss sein, aber dann auch für alle, die mitgemacht haben. Ja, leider. Jonas. Titus. Alle, die an dieser Trollfabrik beteiligt waren, gehören bestraft. Sie könnten Müll aufsammeln oder Schmierereien entfernen. So etwas in der Art. Nicht auf jeden Fall gut zurechtbar. Heidi Cutler. Oh nee, die schon wieder. Es ist ein Unding, wenn Beschuldigte schon in den Medien gebrandmarkt werden, bevor sie eine faire Verhandlung hatten. Finde ich eigentlich zum Teil auch ganz fies, noch Media Networks auch teilweise, aber trotzdem ist schon hardcore, aber ich bin da mittelmäßig. Mrs. Matilda Jonas. Wie heißt es noch gleich? Wo kein Kläger, da kein Richter. Meine Wut ist längst verraucht. Mir tun die Skerritts einfach nur leid. Vertretbar. Charity, ich habe gelernt, dass man Fremde nicht grundlos beschuldigen darf. Der arme Troll. Wünschen wir ihm alles Gute. Ja, gut. Eudora Kretschmer vom Frauenverein Rocky Beach. Verheiratet, stolze Mutter von Zwillingen, Mädchen. Unser aller Sicherheit hängt davon ab, dass Verbrecher eingesperrt werden, wenn es sein muss, für immer. Wenn man jetzt nicht ganz logisch, geht nur für Mord, aber hier haben wir nur Freiheitsberaubung bis 5 Jahren vorliegen, aber vertretbar. So, das war's. Justus freute sich. Wieder ein Fall gelöst. Alles Weitere blieb Sache der Polizei und der Justiz. Klar. Allerdings war die Zahl der Geschädigten immens. Einschließlich Tante Mathilda, Onkel Titus und der 3 Detektive. Peter fand es richtig, dass den Skerritts eine Lektion erteilt worden war. Nur ein Name aus. Elenja. Elenja, ihre Auftraggeberin. Doch zunächst hieß es, in eigener Sache einem Monster auf die Pelle zu rücken.
Kaum also war die Zentrale hergerichtet, vollendete Bob das jüngste Protokoll und mailte Inspektor Cotta eine Zusammenfassung. Die etwas delikaten Stellen ihrer Detektivarbeit hatte er vorsichtshalber ausgespart. Nach der Verhaftung von Milo Scarrett lud Inspektor Cotta zahlreiche Zeugen sowie eine nicht geringe Zahl an mutmaßlichen Mittätern zur Vernehmung. Okay. Nicht in allen Fällen wurde Anklage erhoben. Toll. Milo hatte Glück im Unglück. Unter Abwägung seines Motivs, seiner bisherigen Unbescholtenheit und der familiären Situation wurde er mit Bewährungsauflagen in die Freiheit entlassen. Wirklich? Doch beim geringsten Verstoß drohte Gefängnis. Wirklich? Bewährung? Really? Jaden blieb wegen seines Talents, das er nun unter Beweis gestellt hatte, ein gewisser Ruf. Zunächst jedoch würde er mit einem wenig schmeichelhaften Eintrag in seiner Schulakte leben müssen, okay, sofern er ihn nicht auf ehrlose Art änderte. Okay. Natürlich waren nicht Milo allein sämtliche Taten anzukreiden. Oh. Einige Mitläufer außerhalb der Trollfabrik verpfiffen sich gegenseitig und konnten identifiziert werden. Skinny Norris wurde verhört, aber nicht belangt, nachdem er viel größere Fische verpetzt hatte. Sau. Eudora Kretschmer hatte sich mehr erhofft. Dass Milo Scarrett auf Bewährung war, reichte ihr nicht. Zum Glück gab es in ihrer Familie keine schwarzen Schafe, die beim geringsten Fehltritt hinter Gitter wandern würden. Schalmarmelade. Mathilda und Titus Jonas hofften, dass das Urteil für alle Beteiligten eine Lehre war. Wenigstens hatten die Kinder Vater und Bruder zurück und Elenja durfte die Jonas besuchen, um für die ganze Familie Kirschkuchen abzuholen. Audrey und ihre Jüngsten waren heilfroh, Milo und Jaden in die Arme zu schließen. Eine amtlich bestellte Dame überprüfte regelmäßig die Familiensituation. Mit ihrer Hilfe fand Milo eine Anstellung, die auch seine Hoffnung auf ein besseres Wohnumfeld nährte. Kirk Manzani war nicht länger der Sündenbock. Der Polizei trug er nichts nach, obwohl sich niemand bei ihm entschuldigt hatte. Oh. Er ließ es sich auch jetzt nicht nehmen, genau hinzuschauen, wie er seinen Weg kreuzte. Heidi Cutler erfuhr aus dem Internet, wie der Fall ausgegangen war. Leider meldete sich keiner der drei Detektive persönlich. Sie verbuchte die Lektion unter »Manchmal gibt es Süßes und manchmal gibt es Saures«. Blackie brauchte kein Halloween für Schabernack. Den trieb er das ganze Jahr über. Justus! Peter! Bob, wo steckt ihr denn? Justus! Peter! Bob! Wo steckt ihr denn bloß? Telefon! Wir übernehmen jeden Fall. Leute, das war's mit dem Fall. Die drei Fragezeichen und der Ruf der Trolle, Freunde. Ja. Mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr gut gefallen, Freunde. Ich freue mich bald wieder, wenn es Neues heißt, die drei Fragezeichen und ihre Detektivkarriere wieder zu sehen in Rocky Beach, Freunde. Also, ich freue mich wieder mal auf ein neues Gameplay, wenn es irgendwann scheinen will. Hoffentlich mal zum Ende der Jahre. Geil, Freunde. Ein neuer Fall. Das war jetzt das sechste Spiel bereits in der Folge gewesen hier von OSM hier wieder. Von den aktuellen. Das war Teil 1 gewesen, einmal 2, 3, 4, 5 und Teil 6 war das hier. Aber insgesamt gab es bisher 16 Fälle bisher. Aber jetzt folgt erstmal ein bisschen anderes Game aus der Fragezeichen-Reihe. Leute, ihr könnt meinen Kanal abchecken natürlich hier weiterhin. Ja. Also mir hat es gefallen, Freunde. Genau, also jetzt folgt erstmal ein anderes Game aus der 3 Fragezeichen-Reihe. Ein etwas Retro-Game aus der Reihe, aber mal gucken, vielleicht. Mal gucken. Wie gesagt, Freunde, erstmal die Credits und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das heißt, die drei Fragezeichen und ihre neuen Fälle in Rocky Beach. Und jetzt noch sagen, das war's. Bis denn und bis zum nächsten Mal. Die drei Fragezeichen und bis denn, euer Helios und.